gibt einige Tode bei The Walking Dead, mit denen wir vielleicht nicht gerechnet hätten und andere haben wir quasi schon länger kommen sehen. Aber ich denke, ein Tod wird es uns allen irgendwie angetan haben und das war der Tod von Glenn durch die Hand von Negan. Ja, ein Tod, der relativ überraschend kam, abseits davon, dass wenn man die Comics gelesen hat und in dem Fall aktuell auf diesem Stand war, aber alles in allem ein sehr überraschender Tod. Oder? In diesem Video soll es heute darum gehen, dass Glenns Tod bzw. die Art, wie er gestorben ist, schon sehr, sehr lange quasi uns angekündigt wurde. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Bevor wir aber wirklich ins Video reinstarten, hätte ich eine kleine Bitte an euch. Und zwar würde ich gerne mal vielleicht eine Art Fragen-Beantwortungs-Video machen. Heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wo ihr sagt, die würde ich gerne in einem Video von mir beantwortet sehen, schreibt die gerne mal hier in die Kommentare. Ich werde auch mal einen Community-Post dazu machen. Also ich werde ein paar Fragen sammeln und das dann in einem großen Video mal beantworten, so quasi ein Q&A. Deswegen schreibt gerne mal eure Kommentare, eure Fragen, die ihr an mich habt, bezüglich allem, ob es Privatleben ist oder ob es Filmserien, was weiß ich ist, schreibt sie gerne mal rein und das wird dann in einem Video mal beantwortet. Aber jetzt starten wir ins eigentliche Video. Ja, was soll ich sagen? Also wir wissen zwar, dass Baseballschläger in der Zombie-Apokalypse eigentlich ein sehr, sehr gutes Mittel sind, aber so wirklich brutal jemanden damit hingerichtet sehen, tut man es eher selten. Außer halt Glenn und Abe. Und da hat Glenn, finde ich persönlich, mit die brutalste Variante bekommen. Ja, also ich finde die, es ist einfach eine sehr, sehr unangenehm, eklige und traurige Szene. Wenn wir die Comics mal außen vor lassen, wäre die Frage gewesen, wie hätte Glenn sterben sollen? Also man muss sagen, es gab viele Momente in der Serie, in der Glenn quasi hätte sterben können, sollen, müssen, beziehungsweise für tot gehalten wurde. Und das ist nämlich der Punkt. Denn die Art, also der Baseballschläger, wie Glenn halt gestorben ist, wurde uns schon sehr, sehr früh mehr oder weniger angekündigt. Und das startet tatsächlich in Staffel 5, Folge 1. Und zwar in Terminus. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an diese Szene und wird sich auch daran erinnern, dass auf dieser, ich nenne es mal Schlachtbank, die Leute erst einen mit dem Baseballschläger über den Dötz bekommen haben und denen dann die Kehle aufgeschnitten wurde. Und bei wem setzt der nette Herr gerade mit dem Baseballschläger zum Schlag an, bevor ihn die Explosion davon abhält, glaube ich, ne? Genau. Die Explosion von Carol ihn davon abhält. Ja, yes, es war Glenn. Glenn hätte als nächstes einen mit dem Baseball über den Dötz bekommen sollen. Und man kann es jetzt hier Zufall nennen, weil das Ding war ja auch in dem Fall, glaube ich, ein Aluminium-Baseballschläger. Man kann jetzt aber auch sagen, ja, das war nicht geplant. Ich persönlich finde, das war schon so diese erste Andeutung, so von wegen, ja, Baseballschläger sind Glenns Kryptonit. An dem Punkt möchte ich direkt mal sagen, natürlich ist das hier alles so eine Theorie von mir, dass es nicht zu 100% bestätigt ist, soweit ich weiß. Und deswegen, also natürlich kann es auch sein, dass es einfach nur Zufall ist, aber das war so eine Theorie, die ich mir so, wo ich gedacht habe, okay, da gibt es ein paar Momente, die deuten da schon echt stark drauf hin und da dachte ich, packe ich es mal in dem Video. Denn Punkt 2 lässt wieder auf einen Baseballschläger zurückführen, diesmal nicht so extrem, würde ich es mal betiteln, aber auch schon ähnlich. Staffel 5, Folge 9, Folge des Todes von Tyrese, eine sehr, sehr traurige Folge, aber es gibt da eine Szene, die ich sehr, sehr auffällig fand, nämlich die stehen da gerade zu dritt, glaube ich, an einer Garage und Glenn hebt ausgerechnet einen Baseballschläger auf, der in dem Fall aus Holz ist und ähnlich aussieht, also dieser klassische Holzbaseballschläger, ähnlich halt aussieht wie der von Negan, nur ohne Stacheldraht drumherum. Natürlich ist das jetzt nicht so wirklich die Indeutung, dass er damit stirbt, aber sind wir mal ehrlich, gerade so aus dem Kopf, haben wir schon mal gesehen, dass Baseballschläger von irgendeinem Charakter in der Hand genommen wurde? So mal ganz nebenbei gefragt, wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde jetzt potenziell behaupten, ich hätte sonst noch keinen Baseballschläger in der Hand von irgendeinem Protagonisten von The Walking Dead gesehen, außer Glenn und ja, halt Negan. Und kommen wir nun zu noch einem Punkt, der quasi für mich schon öfter darauf hindeutet, Glenn hätte schon länger sterben können und sollen. Wie gesagt, es gibt viele Momente, in denen wir gedacht haben, Glenn, okay, jetzt ist er tot, jetzt definitiv, er ist weg vom Fenster. Ob es auch in Staffel 2 war es, glaube ich, da gab es ja, wo sie in der Bar waren, in der Stadt, Rick, Glenn und Herschel. Glenn rennt ja so raus und es gibt eine Schießerei zwischen den Leuten und wir denken im ersten Moment, oh Gott, nee, jetzt ist Glenn tot und er sitzt aber da in der Ecke mit der Waffe in der Hand und hat es gerade so geschafft. Aber das war auch so ein Moment, wo man dachte, okay, Glenn, ja, du hättest schon öfter den Löffel abgeben können. Aber eine Szene sticht da, finde ich persönlich, am meisten heraus. Und das ist Staffel 6, Folge 3. Das ist der Moment, in dem Nicholas sich selbst umbringt, weil Glenn und Nicholas auf einem Müllcontainer umzingelt von einer riesigen Horde in dieser kleinen Stadt gefangen waren, also umzingelt waren, wo sie die große Horde von Alexandria wegtreiben wollten. In diesem Moment dachte sich Nicholas, okay, ich mache jetzt den 31er-Move seinen Vater, ich nehme den schnellen Weg, drückt mir die Kugel in den Kopf, fällt dann auf Glenn. Glenn fällt mit ihm zusammen in die Herde hinein und wir sehen in dieser Folge quasi nur in der Einstellung, wie Glenn am Schreien ist und Blut seinen Körper runterläuft, die Gedärme rausgenommen werden und zum ersten Mal, für die Leute, die das erste Mal geguckt haben, war das eigentlich so, okay, Glenn ist tot.
Glenn ist tot. Tja, schade, cooler Charakter, aber ist tot. Und wir werden auch sehr, sehr lange in dem Glauben gelassen, dass es wirklich sein Tod ist. Ich denke mal, mindestens 3 bis 4 Folgen werden wir in dem Glauben gelassen, dass Glenn gestorben ist. Bis wir dann in einer späteren Folge erfahren, die Gedärme und das Blut, was da kam, war von Nicholas seinem Körper. Die haben den aufgerissen und Glenn lag darunter und hat sich dann gerettet. Aber nichtsdestotrotz war das schon wieder so ein Punkt, wo ich dachte, okay, also vielleicht versucht AMC so mit Glenn in der Hinsicht zu spielen, um herauszufinden, wie beliebt ist der Charakter und wie krass einschneidend würde sein Tod sein. Denn dazu muss man auch sagen, Glenn hätte nicht wie in den Comics durch Negans Baseballschläger sterben müssen. Ist einfach mal Fakt. Denn es gibt viele Charaktere in der The Walking Dead Serie, die einfach länger leben als ihre Comic-Vorbilder oder halt kürzer leben. Als Beispiel Daryl kommt gar nicht in den Comics vor. Deswegen finde ich persönlich, ist es sehr, sehr lange schon darauf hingedeutet, dass Glenn sterben wird und auch die Art, wie er sterben wird, und zwar durch einen Baseballschläger. Für mich klingt das halt alles sehr, sehr, sehr plausibel, muss ich sagen. Aber am Ende ist es natürlich nur eine kleine, aber feine Fantheorie und sie muss nicht stimmen, sie kann aber stimmen. Lasst uns gerne in den Kommentaren drüber diskutieren. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann haut's gerne mal die Tasten. Wie gesagt, ich sag's einfach nochmal, für diese Folge habe ich die Comics jetzt einfach mal außen vor gelassen, weil die Serie nun mal von den Comics sich was abguckt. Ergo können sie in der Serie ja schon so Anspielung mit Baseballschlägern machen, weil sie ja wissen, okay, in den Comics stirbt der so. Deswegen, aber wie gesagt, lasst gerne mal eure Meinung in den Kommentaren da. Und wenn ihr weitere solche Theorien über The Walking Dead oder überhaupt andere Filme und Serien sehen wollt, dann checkt gerne meinen Kanal aus. Hier gibt es sehr, sehr viele solcher Theorien-Videos rund um jegliche Serien und Filme. Momentan sehr viel The Walking Dead, ich weiß, aber mir macht es momentan sehr viel Spaß, mich mit The Walking Dead mehr auseinanderzusetzen, als nur zu gucken. Und ich sehe eben, euch macht es auch Spaß. Deswegen, natürlich wird immer wieder noch normaler nicht The Walking Dead Stuff kommen, aber es wird auch immer wieder The Walking Dead kommen, weil das halt einfach momentan für mich ein großes Thema, ein großer Punkt ist, der mich sehr interessiert. Ja, und das war's dann auch schon mit dem Video und ich möchte jetzt auch nicht wirklich länger rumlabern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auch gerne einen Like da, würde mich, wie gesagt, sehr drüber freuen. Und im besten Fall sehen wir uns dann im selben Video wieder, ich dann wieder hier, auf derselben alten Couch. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.